Hallöchen und willkommen zu Teil 9 beim Eulenwald Labbook im Designteam Funkelkram. Jo, ich habe mir einen Kaffee gekocht. Also für mich ist er so ein paar Minuten vergangen. Ne? Ich habe auch schon ein Schlückchen genossen. Na, das ist immer noch nicht ganz trocken. Das braucht noch eine Weile. So, das habe ich. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht nach dem Trocknen. Ist ja doch gewellt. Aber gut, ne? Ist egal. Es ist, wie es ist. So. Ja. Ich könnte ja schon mal die Innencover bekleben. Das ist wahr. Das könnte ich echt schon machen. Und ja, wo habe ich sie? Hier habe ich die und da habe ich die und wenn ich das Dings mal, ja, das tue ich jetzt mal darüber, dann ist das auch aus dem Weg. Die Schere weg und da hole ich mir mein Labbook. Ach, ich wollte da auch. Ach nee, habe ich ja. Da habe ich ja schon die Eulchen dran. Ja, es war so. Ja, einmal hier. Da tue ich das unheimliche Haus. Das will ich dahin tuten. Ich bin mir am Pellen, ey. Überall habe ich Klebstoff kleben. Klebstoff kleben, ja klar, klebt Klebstoff. Ich könnte doch ein bisschen mehr an den Rand, so. Ja, doch, das ist gut. Das ist gut. Denn die Signaturen, die werde ich ja verdeckt einnähen. Und doch, das ist gut. Da mache ich dann auch mit einem schönen Papierchen irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Dann mache ich das hier hin. Dann hole ich mir meinen Bleistift. Und gehe mal so bis hier. Jo. Bis da muss ich dann ungefähr den Klebstoff auftragen. Ist doch auch immer jetzt, dass ich das weiß, ne? Ich wieder das Ding hier. So, hasta la vista, jetzt hier ist in der Müll. Hier ist man auf den Keks. Da war anscheinend noch Wasser drunter. Deswegen ist der Rand doch so bematscht. Ja. Ist halt so. Ja, gut, dann ist es halt was mehr. Das ist auch real, wenn ein bisschen über die Linie ist. Das macht ja nichts. Wer weiß, was mir alles einfällt, wenn ich am Dekorieren bin nachher. Oh. Junge, Junge. Da haben wir ja geschmiert jetzt. Ja, das ist mir klar. Hier, das wird man ein bisschen sehen können. Das ist ganz logisch. Aber das ist auch nicht schlimm. Kann man ruhig. Kann man ruhig alles ein bisschen sehen. Macht nichts. Macht da gar nichts. Ja, hier nehmen wir ihn unverdünnt. Ich mag den dann. Dann ist der unheimlich schnell fest, ne? Ab da in die Ritz.
Ja, bis ganz so weit am Rand müsste es nicht sein, aber das ist auch real. Das ist die Farbe, wo bis sie schützt. Macht nichts. Ja, das glänzt dann, ne? Das ist schon klar. Hat so einen leichten Glanz dann. Und ich hätte mir das ja auch richtig aufmachen können, aber das ja flach liegen. Aber nee, ich trottel, ich lasse das zu und naja, gut. Das ist, wie es ist. So, jetzt hole ich mir das unheimliche Haus. Jetzt hole ich mir das unheimliche Haus und jetzt stelle ich mich mal ein bisschen hin, dann sehe ich nämlich ein bisschen mehr. So. Ja, so ist es gut. Ja, ich sag ja, das sieht man dann hier, aber das finde ich nicht schlimm. Weil, dann ist das ein bisschen einfacher. Und jetzt sehe ich auch, wenn ich das hier so aufmache, dann, ne, das fällt runter. Ja, das ist blöd. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber unbedingt. Unbedingt. Ne, das ist nicht gut. So ist das besser. Ne? Ja, so. Halt, da könnte ich das aber aufklappen. Oder geht das? Ja, das geht. Das geht. Und hier haben wir ein Fusselchen vom Kleber. So, dann hole ich mir wieder meinen tollen Bleistift. So ungefähr bis dahin will ich das haben. Und dann male ich das einmal hier an. Da ich ja sowieso ein bisschen weiter gehe am Kleber. Ich glaube, das ist hier das komische Licht, was ich hier im Zimmer habe, warum ich so müde werde. Ja, ich habe nämlich die Rollladen oben und dann hier meine Tischlampen an, ne? Das ist, wie hat mein Vater immer gesagt, das ist Zwielicht, das ist nicht gut für die Augen. Aber ich habe auch keinen Bock, vormittags die Rollladen unten zu haben. Ich habe jetzt 20 nach 10. Also für mich ist immer noch der gleiche Tag, ne? Wie gestern bei dem Teil, den ihr da sehen konntet. Wie in Teil 8. Ja. Oh, komm, da fehlt aber noch ein bisschen. Ja, und wenn ich erst meinen Krempel unten habe, alle und auch diese bewussten Pinsel, dann werde ich auch für solche Flächen einen richtig großen Pinsel zur Verfügung haben. Ich meine, ich könnte ja raufgehen und mal holen, ne? Das mache ich aber nicht. Nee, ich bin da systematisch jetzt am Runterräumen und naja, das dauert halt alles, wie gesagt.
Wird noch ein bisschen dauern, bis das Zimmer schon fertig eingerichtet ist. Mit all dem Zeug, weil ich das hier auch direkt sortiere, ne? Auch die Sachen, die ich ja nicht mehr benutze. Oder die ich meinem Konvolut hat. Habe ich ja auch schon mal Stempel oder so Bastelmaterial. Da dachte ich, komm, was mir nicht gefällt, das gebe ich halt weiter oder so. Das, alles, was mir nicht gefällt, zum Beispiel Kawaii, das gebe ich ja weiter. Ich mache ja kein Kawaii, ich handle mit dem Zeug nicht, ne? Absolut nicht. Oder die Knubbeleinhörner, die finde ich ja gruselig. Und so ein Zeug, da tue ich alles aussortieren. Oder Sachen, die ich doppelt habe. Weil, wie ihr sagt, wenn ich ein Konvolut gekauft habe, dann ist das halt so, ne? Dann hast du ja auch schon mal Sachen dabei, die hattest du schon und dann ist das nun mal so. Ja. So. Ja. Könnte ein bisschen mehr nach oben so. Ja. Ist gut so. Jetzt habe ich überall zu viel Kleber. Das ich bin eine Wutz, ey. Aber ist okay. Nun, hier, das wälzt sich jetzt. Das ist ja auch okay. Komm, das reicht. Ist gut. Jo. Dann machen wir jetzt mal die andere Seite. Oder hol ich hier wieder Papier weg und lege noch Zeit. Jetzt habe ich hier eine Falte. Das ist blöd. Ja, man soll doch eigentlich das dünnere Papier bestreichen, aber oh ja. Man sollte. Ja, und hier habe ich jetzt wieder von dem Knick das Weiße. Na, hier das nicht, ist nicht von dem Knick, das Kleber. Aber das finde ich nicht so schlimm, denn du ziehst danach ja sowieso nicht mehr, ne? Ach, ich hatte mir jetzt Erdbeeren gekauft, die waren runtergesetzt und die waren echt noch schön, da war nichts dran. Da habe ich mir direkt zwei Schälchen geholt. Waren deutsche Erdbeeren, die Schale für 1,99. Ich glaube, 5 Schälchen hatten sie noch. An mir reichen ja dann 2, also das ist für mich mehr als genug. Und da habe ich mir die dann schön gewaschen, klein geschnibbelt, Zucker drüber. Ja, das ist nicht gesund, das weiß ich. Aber ich mag das, wenn die dann was die Zoren haben, wenn da so viel Saft ist. Das liebe ich total, ne? Ja, und dann habe ich mich da dran satt gegessen und den Rest Deckel drauf, ab in den Kühlschrank direkt, ne? Ja, solange es frische Erdbeeren gibt, da gönne ich mir die hier und da. Warum nicht? Frische Erdbeeren aus Deutschland, nicht aus Pusemuckel. Also das finde ich der größte Quark, der nicht geht. Oh, zu Erdbeeren, das wird im hier in der Heimat auch wächst, aus Übersee zu holen oder so, ne, das ist Quatsch. Totaler Quatsch, das mache ich nicht.
Boah, eh, bei uns gibt es jetzt ab und zu mal ein bisschen Mehl zu kaufen. Echt ein Wunder. Ja, auch nie lang, aber die Preise finde ich noch okay. Das ist eigentlich noch ja nicht so teuer geworden. Kann ich nicht behaupten. Das ist okay. Aber ich habe ja jetzt auch genug Mehl. Jetzt das letzte Mal habe ich mir ja kein Päckchen mitgeholt, weil ich habe ja immer was im Vorrat, ne? Ich weiß, dass ich demnächst ein bisschen was brauche. Das ist aber, da will ich mal arabisches Brot selber machen. Das ist kein Kunst, ne? Das Brot zu machen. Absolut nicht. Da kann echt jeder. Da brauchst du ja nur Mehl, Wasser und ein bisschen Salz, wenn du willst. Kannst du auch weglassen. Also ich tue eine Prise Salz mit rein. Das wird ja nur das Mehl angemengt und lässt das was stehen. Und dann machst du da deine Bällchen. Und dann tust du das ganz, ganz flach ausrollen und mal kurz in der Pfanne backen. Also ich mache das in der Pfanne. Das reicht mal. Toll, jetzt habe ich hier nichts angestrichen, aber das ist ja ungefähr hier so, ne? Ja, so ungefähr. Ich mag das arabische Brot nämlich sehr. Ich weiß ja nicht, wie man es nennt. Keine Ahnung. Dieses Fladenbrot. Mag ich total. Und bei der einen Familie, wo ich mal war, und ja, bei den meisten sollst du Dreck mit essen, sollst du zum Essen bleiben, das ist halt so, ne? Und bei denen prinzipiell, ne? Kannst du vorher schon sagen, ich habe keine Zeit zum Essen. Da sind sie noch beleidigt. Das ist halt so. Sie bekochen einen gern. Aber da hatte ich dann auch sie, das ist eine Freundin, ne? Ist wirklich eine Freundin geworden und die hat dann neben mir gesessen. Wir haben uns dann einen Teller Bohnen geteilt. Und da haben sie ganz blöd geguckt, dass ich auch so essen kann wie die Stückchen von dem Brot. Lecker. Na, da packst du das damit und dann, ja, da brauchst du kein Gabel für sowas. Das ist dann, das war eine coole Kombination, das gefällt mir. Und das habe ich vor, ich habe nämlich noch Bohnen eingekocht, leckere. Und da wollte ich mir auch nochmal Bohnen machen und dann will ich die mit dem Brot essen. Weil ich glaube, das schmeckt sehr, sehr gut, wenn ich das dann auch mal selber mache. Jo, das sind nicht die, diese Bohnen, die ich da gegessen habe, das ist ein anderes Rezept. Was weiß ich, wie die kochen. Aber das hat mir so gut geschmeckt. Die Bohnen mit dem arabischen Brot, da habe ich echt nochmal doll drauf. Muss ich mal gucken, was ich mir das mache. Komm her, komm, los. Da ist noch ein Stell da. Ja, komm, ist gut. Das wird schon poppen. Ah, dann ja auch schon wieder so ein Mummes kleben. Ah, weg mit dir. Ach, man nennt es immer sehen, das sieht da sauzig aus, aber total. Total. Bisschen mehr rein. Ja, so. Hey, 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 hey.
schön gerade aufziehen und siehst du, hier habe ich jetzt was Kleber zu wenig. Das muss ich mit dem Nagel mal drunter. Komm. Und dann trage ich da noch was Klebstoff auf. Oh ja, geht doch. Habe ich ja ganz gut hingekriegt. Ne? Hier wird jetzt gebuckelt, aber das macht auch nichts. Macht ja nichts. Hier ist auch ein bisschen gebuckelt. Und wie sieht das auf der Seite aus? Auch hat gebuckelt. Ist aber okay. Hier ist ziemlich glatt geworden, ja. Geht noch. Es geht noch. Hier habe ich ziemlich. Also jetzt, das war nicht so schön, weil ich hier gemacht habe. Aber ist okay. Und hier der Schmierer, den sieht man nachher nicht mehr, weil ich sehe aus, ey. So. Mal gucken, kriege ich dich jetzt langsam hier abgepittelt. Das wäre nämlich ganz gut. Weil mich stört, dass der Kleber da so am Rand, da kann ich ja nicht leiden. Ne? Habe ich ja schon 12 Mal erzählt, dass ich als Kind immer bei der Uhu-Tube vorne der Mimmes da abgemacht habe. Ich konnte das nie leiden, nie. Ich mache das nicht, wenn die Ränder beknatscht sind. Oh. Guck sich das mal eine an, ey. Ja, die gehört auch zum Basteln. Klebepott sauber machen. Denn der ist auch leicht feucht, der Kleber hier am Rand. Und wehe, du drehst den zu und lässt ihn dann mal einige Tage stehen, dann kriegst du ihn nie wieder auf. Ist so. Der ist echt noch feucht. Der ist nicht schön. Ich hole mal gerade den Müller noch was näher. Ja, da ist ein großer Plechton. Da haben wir schon ewig. Der ist gut. Oh, habe ich denn hier noch ein Pack an? Ja? Nee, da will ich noch nicht. Ah ja, gut. Da lasse ich ihn ein bisschen auf. Ich klebe ja sowieso gleich wieder, was soll das? Und dann kann ich das nachher abziehen. Ist auch gut. So. Ach komm, ich drehe ihn zu, wenn ich das vorsichtig mache. Hier im Deckel ist ja auch hier noch geknetsche. Ja. Aber hier, da kann ich was abziehen. Da. Wenigstens ein kleines Teil da. Gut. Kann man sie ja hören, wenn man den Deckel aufsetzt, dass da Kleber ist. Oh, jetzt bin ich mir am Pellen, ey. Ich bin mich echt am Pellen. Schlimm. Gut. Dann lassen wir das mal jetzt in Ruhe trocknen, ne? Und dann, ja, dann tue ich wieder hinten auf den Schreibtisch. Oh, ich habe meine ganzen Resinsachen jetzt unten oder fast alle Sachen nochmal. Und das ist so schön, sag ich euch, so schön. Jetzt kann ich wirklich unheimlich viel machen. Ne? Das Zimmer hier ist einfach groß. Ne? So. Ja, jetzt brauche ich da ja auch überall ein bisschen. Was ist das denn jetzt?
Wieso ist denn das so schief? Ach so. Ah so, das ist, ja, toll. Das ist echt schief. Ah, okay. Okay. Jetzt guckst du statt mal eine an. Wie kann man denn was so schief machen? Das ist doch echt unmöglich. Ne, da kann ich euch jetzt nicht mehr gerade. Das habe ich schief gefaltet, die dumme Nuss. Ne, da kann ich nicht mehr richtig gerade. Das ist halt voll schief. Ich kann nicht ändern. Da muss ich was abschneiden. Ist so. Hier oben muss ich ein bisschen was abschneiden. Weil die Pappe ist zu lang. Zack. Sieht schon ein bisschen besser aus, ne? Und hier unten oben. Zack. Ja, so kann man dann lassen. Alles andere ist Mist. Jawohl. So kann ich jetzt lassen. Und da habe ich hier die Tasche, ne? Für eine Karte reinzumachen. Ja, hier siehst du es. Schief geknickt. Aber jetzt geht es. Jetzt ist okay. So, da habe ich einmal eine Papiertüte. Die will ich mit einbauen. Kommt ihr mal bitte wieder her. Du kommst da rein. Das Blatt will ich mit einbauen. Das finde ich einfach hammergenial, ey. Obwohl das ja, wäre das so gewesen, hell, ne, das hätte ich ja nicht genommen. Da dachte ich, passt nicht. Aber weil ich Papier am Färben war, das vom Wertstoffhof, wie ich erzählt habe, da habe ich mit in das Färbebad geschmissen und richtig schön drin ziehen lassen. Ich weiß ja nicht, wie lange, ich habe das vergessen. Und da hat das nachher im Backofen die Färbung angenommen. Ist doch total genial, oder? Und das will ich auch nicht bügeln, ne. Mach ich nicht. Ich nehme das so. Ich hole mir mal einen Kaffee. Ich bekomme nämlich gerade einen trockenen Hals. Und wenn ich mein Pinselglas ein bisschen zurückstelle, und der Kleber auch, da habe ich auch einen kleinen Platz für meine Kaffeetasse. Aber ich muss natürlich vorsichtig sein, sonst habe ich das ganz schnell hier überflutet. Ne? Das geht natürlich dann nicht. Ja, die kann man ja trotzdem noch nehmen. Ja, da gucke ich mal, wie ich die einbaue. Also das will ich mit einbauen. Da hat man dann zwei Taschen. Ja, das ist ein bisschen lang, ne? Ein klein bisschen lang. Aber ich finde das zu schade zum Wegschmeißen. Ich benutze das auch. Könnte ich ja auch eigentlich mal. Moment, das können die auch für diese. Ja, da können. Nee, das müsste was breiter sein. Ne? Das haben wir hier. Jein. Okay, das ist nochmal breiter, das Ende, aber das ist so schief. Das ist echt schief. Schief wie nur was, ne? Jetzt habe ich das hier schon so toll geknickt.
Dann klicke ich das hier. Oder? Nee, schneidet ab. Ich schneide ab. Komm. Kann mir noch für Text oder sowas nehmen. So. Das hätte man, das will ich mit reinnehmen. Hier, da müssen wir was kürzen. Also, nee. Da hätte ich gern eine Notch. Tolles Wort, eine Notch. Ja. So. Was ich damit dann mache, keine Ahnung. Das kann man nämlich auch noch so einsetzen. Und dann kann man auch noch eine Tasche machen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und da könnte ich zum Beispiel, ist egal, das gucke ich dann noch. Ja, ich habe doch auch noch Elfenseiten. Wo ist die dann? Kann mir dann mal eine verklicken, wo ich die Elfenseiten habe, die ich dabei nehmen wollte. Da habe ich noch Stoff, da Papier. Das Papier. Kann ich jetzt das Elfenset? Was ist das? Ah, da unten. Da sind die. Ja, da habe ich sie ja. Ja, gut. Komm. Du jetzt wieder dahin. Ja, da habe ich dann noch die Papiere. Und dann habe ich noch. Ja, von dem Handgeschöpften habe ich auch noch jede Menge. Das könnte ich auch nehmen, ne? Gucken wir da. So eine Tasche, wo man was reinmachen kann oder so. Man kann doch so durchschneiden. Da hast du zwei Taschen. Ach, das ist noch die Idee. Die Idee. Besser als so eine große. Ja, dann kommst du nochmal auf Seite. Und dann schneide ich das einmal durch. Ungefähr, ja, andersrum ist klar, ne? Hier. Jo. Das ist ja gut, ne? Ja. Das gefällt mir aber noch nicht so richtig. Das mache ich so. Ja. Und dann mache ich das hier nochmal so. Kann ja ruhig ein bisschen kantig sein. Ist ja okay. Ist okay. Ja. Habe ich so eins und so eins und dann mal gucken, wie ich die verbrate. Ich habe noch keine Ahnung. Aber da hätte ich ja schon mal was. Ne? So, jetzt geht ihr aber noch mal bitte schön darüber, denn da stört ihr. Und du gehst ein bisschen zurück. So. Das kommt auf jeden Fall mit rein. Das, oh, ich finde das Papier so schön. Ne? Ich finde das so schön. Und da ich nämlich die Koffer in der Hand hatte, das sind zwei Stück. Und da dachte ich, komm, davon muss was mit rein. Und das sind doch die tollsten Papiere, oder? Die sind doch richtig genial. Ich finde die so schön. So richtig schön handgeschöpft. Auch hier. Ja, das könnte man noch ein bisschen einfärben, ne? Das könnte man auch noch ein bisschen einfärben. So ganz, ganz leicht. Wo habe ich jetzt mein... Ne, das holt ihr aber nicht. Ich wollte mein...
Wo habe ich denn mein Grün? Ich habe doch so ein schönes Grün. Ja, das ist nämlich Forest Moos, was ich habe. Aber ja, das ist das. Das ist nämlich das ältere. Hey, das hatte ich letztes Jahr wohl geholt. In meiner Dusseligkeit. Und hatte ja vergessen, dass ich das ja schon habe. Aber man sieht, das ist echt alt. Ne? Ist ja auch egal. So, da hole ich mir mal das. Ich weiß nicht, was ich da für eine Farbe vorher hatte. Aber das ist ja egal. So, und dann kommen nämlich die Blattadern so schön raus. Im Moment habe ich sowieso wieder total den Trall, um mit Farben rumzumatschen. Also echt. Ist das nicht schön? Also mir fällt das super. Ja. Einmal dieses. Und dann hole ich mir noch jenes. So ganz vorsichtig. Ja, meine Färbebürstchen, die habe ich noch oben irgendwo. Die habe ich nicht unten. Oder doch? Ja, doch, vielleicht in dem einen Regal, dass ich die da in der Schatulle mit reingeschmissen habe. Könnte sein. Ach, hier ist ja auch noch ein Platz. Geh mal weg. So. Wenn man damit so leicht drüber geht, da kommt die Struktur ja richtig cool raus. Ne? Ist ja ähnlich wie Tapet. Raufaser hat ja auch so, ne? Die Nubbel. Die Nubbel, ja toll, ey. Doch, ich halt mal hier noch ein bisschen. Ja. Da noch was. So kann das bleiben. Und dann falte man das direkt mal. Und nachher tue ich die ganzen Seiten noch verteilen. Ne? Das ist ja wohl klar. Ja. Auch wieder besser raus. Muss man nur aufpassen, dass man dann nicht über die Blumen geht, ne? Ist klar. So leicht, muss ja nicht immer so kräftig sein. Das ist doch schon hübsch, ja. Und auch falten. Das finde ich heute schön, ne? Auch hier mit den, da sind die
einzelnen Blätter ja konfettiartige Schnipsel. Das finde ich auch total schön. Und da werde ich dann auch so ein bisschen grün. Und auch etwas braun. Fertig. Und schon hat das eine ganz andere Optik. Zack. Ich dachte nämlich, der passt so schön. Ne? Ja, ich habe ja noch die Elfenseiten. Die werden ja auch noch mit eingebaut. Ja, komm. So, und jetzt sehe ich noch hier und da mit. Grün und fertig. Oh, ist voll schön. Hier, das ist so ein dünneres. Das ist auch schön. Ach, gefällt mir total. Ja, hier auch wieder so Blätter. Das gefällt mir ja so gut. Ne? Ja, ich hatte da blindlings einfach Blätter rausgezogen. Warum? Ja, ich... Keine Ahnung. Ich hab's ja noch nicht einmal erzählt, ne? Da gab es natürlich auch welche, wo ich dachte, ne, du küsst da nicht mit rein. Passt nicht. Aber hier so was, da finde ich, da passt ja Wald, ne? Ist doch voll schön. Und wie sich das anfühlt, schon beim Falten, ey. Oh, und wenn mich jetzt einer fragt, woher, Leute, das hab ich vor 2 Jahren, habe ich mir das gekauft. Nee, das war nicht bei Funkelkram, da hatte ich woanders einen riesen Posten. Habe ich mir etliche Packungen von dem Zeug gesichert. Weil ich es einfach schön fand. Ich weiß ja nur, ob es das jetzt noch da gibt. Keine Ahnung. Deswegen nenne ich den Shop auch nicht, weil das bringt nichts. Das war damals schon nur ein Restposten. Und das ist schon länger her, ne? Ja, ungefähr 2 Jahre. Ich liebe Papier, ja. Und da ist ja wirklich jedes Blatt anders. Ne? Was habe ich denn hier? Ah, nee, das ist im Papier. Jo, das ist kein Katzenhaar. Hätte ja sein können. Würde mich auch nicht wundern, wenn hier aus dem Nichts ein Katzenhaar auftaucht. Aber das ist wohl keins. Das ist im Papier drin. Ja, sieht aber echt aus wie ein Katzenhaar, ne? Ist doof. Sieht echt aus wie ein Katzenhaar. Das ist sicher von einem Pinsel oder so. Was weiß ich, womit die da auftragen. Normalerweise mit einem Rakel, aber pff, Gott. Auch so schön. Komm, die Stiele hole ich mir nochmal was raus. Oh, guck mal, hier ist ein Plättchen einzeln. Das ist rausgefallen. Das tue ich da oben mit bei. Das könnte ich ja vielleicht noch irgendwie benutzen. Ne? Ja, hier das ist ja auch locker. Ja, ich könnte doch ankleben. Ja, könnte ich auch machen. Dafür habe ich aber erstmal ein bisschen hier fertig. So. Dann mache ich das hier zu. Ich mache den Kleber. So.
Achtung, jetzt ganz vorsichtig, Obacht. Nicht, dass ich jetzt mit dem Pinsel nachher in der Kaffeetasse sehe. Das wäre nämlich nicht das erste Mal. Denn, ja, normalerweise habe ich hier nicht zu trinken stehen. Einmal, wenn mir sowas passiert, da bringe ich echt eiskalt fertig. Und ich habe immer Schiss, dass ich mal mein Getränk umschmeiße und dann hätte ich echt alles gewartet, ne? Und das ist ja auch nicht gerade Sinn der Sache. So, und jetzt hole ich mir das Rosenplättchen hier nochmal, das Blütenblatt. Und ich glaube, da lege ich das hier hin. Ja. Ja, toll. Super. Das ist jetzt schon kaputt gegangen. Ja, und wo war das jetzt fest? Toll, das zerbricht immer mehr. Und ebenso rum ist mit euer. Ja. So, jetzt bist du fest. Jut. Jut, jut. Und du jetzt wieder da hinten rüber. Und dich mache ich zu und starte ich auch da hinten rüber. Na toll, jetzt habe ich mir das natürlich nass gemacht, die Schick. Ah ja. Durch den Kleber bekommt das ein ganz anderer Farbe. Naja, ist egal. Gut, das war das. Oh Gott. Sind wir schon wieder so? Ne, 47 Minuten schon. Ey, ich bin echt schlimm. Schlimm, schlimm. Hey, das kann ich jetzt mal falten. Das ist soweit. Ich habe hier auch ein... Ja, hier ist es. Ich habe mein Vollfreund eigentlich. So. Zack. Da muss ich auch noch Papierchen für reinholen. Aber das mache ich dann zum Schluss. Und hier haben wir dann die Elfen. Da könnte man aber... Was habe ich denn hier nicht gemacht? Total verkrumpelt. Ah ja, hier habe ich auch noch so... Ja, die sind halt kurz. Ne? Ja. Ja, ja, die sind halt kurz. Einmal so und du einmal so. Ja. Und bitte bleib jetzt so geknickt. Dankeschön. Und das schneide ich auf der gerade wohl dann ab. Und dann wird das da auch mit reingenommen. Ja. Haben wir auch noch zwei Streifen. Ja, und hier, das eignet sich natürlich super, ne? Total, das ist doch Eulenwald, die Eulenwald. Ja, das eher nicht, aber da gucke ich dann noch mal durch. Das auch nicht. Also ein paar Elfen, ja, aber nicht so viel. Und hier, das muss ich auch noch ein bisschen verändern. Dann kann ich hier das Stück nehmen. Das geht. Mit der heimnisvollen Tür finde ich das so klasse. Ne? Die Herren vom See. Ja, das sind zwei Blätter. Oh, ne, da ist mal... Ja, doch. Eigentlich schon, ne? Naja, schauen wir mal. Also ein Teil davon werde ich mit einbauen und ein Teil auch nicht. Oh, ja, es ist auch im Eulenwald wohnen Elfen. Ist das nicht süß? Boah, das finde ich sofort von süß.
Also das, ich glaube, das ist meine Lieblingsseite aus dem Elfenset. Das ist jedes Mal bei mir, die finde ich so süß. Guck sie, stopp mal eine an. Ist das nicht putzelig? Ich finde den da so schön. Den finde ich total schön, wie der da um Feld steht und die Häuschen und... Oh, die finde ich so genial, ey. Komm, kommt mit rein. So, dann legen wir doch mal da drüber, so. Da hatte ich doch in einem Elfenjournal doch die Kleine, die so sitzt, die habe ich doch hier in der Ecke gesetzt, ne? Ja. Ich weiß ja nicht mehr, in welchem. Die sehen auch toll aus. Das ist voll cool, ey. Elfen und Eulen. Guck sie, stand mal eine an. Boah, ich finde die so schön. Das ist auch so schön, ne? Oder hier, da. Oh, mit dem Mond. Ey, da könnte ich ja. Das gefällt mir super gut. Das will ich nicht da rein haben. Das auch nicht. Obwohl. Ja, das könnte ich hierfür nehmen. Das tue ich dafür nehmen, für das kleine Heftchen. Ja, das ist total schick. Das nehmen wir mit. Ja, toll. Ja, wie gesagt, da muss ich noch mal gucken. Ach ja, das ist bei mir so schlimm. Das ist so schlimm. Dann habe ich noch das ganze kleine Dünze. Da muss ich noch irgendwie mit unterbringen. Ne, die gucke ich mir nochmal genauer an. Das auf jeden Fall. Das kommt mit in das Buch. Das gefällt mir nicht echt gut. Man könnte die auch so, ne? Ja. Ja, klar, warum nicht? Ja, klar, komm, ey, das machen wir. Das machen wir. Da haben wir die Schrift zu. Ist aber auch real, ne? Ja. Komm. Ist wurscht. Wer sagt denn, dass man was so oder so nehmen muss? Das sagt kein Mensch. Du kannst nehmen, wie du Bock hast. So sieht's aus. So. Und jetzt muss ich nochmal gucken, wie in der Breite. Nein. Ne, da muss noch was ab am Rand. Das geht nicht. Da muss noch was ab. Ja, jetzt musst du das gehen, ne? Ja, jetzt seht das da. Da haben wir hier das schon mal. Ja, mit dem Falten, das üben wir noch einmal am Tour, ne? Denn das ist ja wohl das Letzte. So, das geht auf jeden Fall schon mal da rein. Gucken, ne? Ja, gut, man könnte. Ne, das ist der Baum. Der muss so. Der wächst so. Und da hat einfach einer so geschrieben. Ja, so ist gut. So, und der andere. Das wird hier auch zu breit sein, nehme ich mal an. Ja, doch. Hier kann auch ein bisschen was ab. Ein Müh darf weg. Ein Müll darf weg. Die Streifen, oh, ich lasse mal auf Seite liegen. Vielleicht kann man sie noch nehmen. Wenn nicht, am Schluss kann ich sie noch, immer noch wegdengeln. So, und dann falte ich das nämlich jetzt so rum. Ja, diesmal habe ich ein bisschen besser geguckt. Ja, so, ne? Da sind die unten, dann habe ich sie hier auch unten. Dann sieht das hier so aus, als würde die schaukeln. Ja, und hier guckt sie halt von der Seite rein. So, ne? Ja, das hätte man doch dann schon mal. Das passt auf jeden Fall schon mal rein. Aber die sind ein bisschen zu breit, ne? Ja, die gucken was raus, das ist doof.
das ist doof. Da muss ein bisschen was ab. Das ist doof. Doof, doof. Aber ich weiß ja, dass da immer ein bisschen Rand ist da. Und jetzt fällt das ja nicht auf, dass ich da was weggeschnitten habe. Zack. Und jetzt passt es nämlich. Ja, so geht das. Ach komm, die dünne Streife tue ich weg. Das ist, man kann alles übertreiben, ne? Perlchen könnte man davon ja machen, ne? Ich lasse doch mal liegen. Gut, dann sage ich für heute mal danke für Zugucken, ne? Für dabei sein, dass ich nicht alleine basteln muss. Und ja, da sehen wir uns in Teil 10 wieder. Wird für mich jetzt nicht lang dauern. Ich trinke nur mal meinen Kaffee, bevor der ganz kalt ist. Jetzt hat er gerade noch Temperatur. Und ja, in Teil 10 sehen wir uns dann wieder, ne? Bis dahin dann, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.